Hallo Kalle. Hi, hi. Wer ist denn Vex? Junge, es gibt so viele neue Champions. Da ist eine. Es klingt so Boomer. Da ist eine mit so einer riesen Schere. Es gibt so viele, locker über fünf, die ich halt also gar nicht kenne. Null. Und dann gibt es ja noch 10 Millionen Skins, wo ich denke, das sind auch alles neue. Es ist einfach, man wird abgehangen vom System. Okay, let's go. Caitlyn, ja, Live-Feed. Hä? Aber Bot. Wieso wird mir dann. Ach so, gegen. Ja. Download Blitz-App? Was ist Blitz-App? Kennst du So. die Kiana? Kennst du die? Wen? Nimmst du eigentlich schon auf oder Miss ist es Fortune, hier. aber ich bock Nimm das da! bitte auf! Ja! Klar, Leute, hallo, lol! Die Champs, ey, was ist das Ich nehme Miss hier für eine Fortune. Leute? Okay. Ich dachte, du wolltest Caitlyn Nein, spielen. ich nehme Miss Fortune. Oh Mann. Die Okay, knallt dann spiele ich meinen richtig. Lieblingschamp, okay? Kennst du noch die. Du hast doch mal so ein Video von mir kommentiert, Dings. damals. Mit Pike. Ich meine, Ja, ich spiele Pike, Pike. genau, der hooken Ja, kann. Wieso kommt Junge, ihr dann. nichts? Suche. Slam Dunk. Miss. Hä? Du hast die schon. Du hast die schon. Junge, auf Junge, der. bist du ein Noob. Junge, auf der probits.net-Seite. Probild. Mit der Blitz-App geht das halt schneller. Du musst die Blitz-App installieren. Die ist Was jetzt ist eine schnell. Blitz-App? Junge, das ist so eine App, die, wenn du ins Mein Game gehst, Internet sagt es. will nicht. Oh Mann. Miss Mist. Fortune. Da war So, sie. ich spiele jetzt Pike. Der ist doch gerade eine Junge, die Mucke Free-Mutter. macht das richtig stressig. Muss ausmachen, Scheiße. Nein, das hypt. Sieht Pike und irgendwie. Miss Fortune, meinst du, das ist eine gute Kombo? Ich habe einen Psy-Ops-Pike. Warte mal, was ist das? Kiana? Vigo? Kia? Diego, Digga, Ich der ist. kenne die halt nicht. Ja, Diego ist so ein richtiger Bastard. Entschuldigung. Dass ich die einfach Delia, nicht hieß kenne. die kenne ich auch nicht. Ich glaube, die ist so. Die ist irgendwie die Frau von Hackerim oder sowas. Okay, also. Also ich hole mir Gale Force und The Collector. Ach stimmt, das gibt ja neue Items. Aber was nehme ich denn hier für wie heißen die Runen? Ja, das sind. Ja, das ist so. Es gibt so vorgefertigte. Du musst immer hier. Präzision, du brauchst Precision. Ja, klar. Habe ich. Alter, Digga. Nimm du Exhaust mit. Oder? Exhaust? Ja, ich bin auch Pike, Digga. Ja, Willst du gut. brennen? Wer Brennst ist du am denn Ende Liliana? halt? Ich kenne drei der fünf Champions nicht! Nimm mir Exhaust mit. Also, Liliana, die ist auch so ein Pferd. Und die rennt auch durch die Ein Gegend. Pferd? Ja. Die ist auch, ja, wie heißen die denn? Mann, Centauro. Also, Leute, wir haben gerade schon nachgeguckt. Das letzte Mal, wo bei mir League of Legends kam, das war vor 3, 4 Jahren. Und da gab es noch nicht das Feature, dass man über Level 30 leveln konnte. Mein Account ist Level 36. Das heißt, seit es dieses Feature gibt, das kam 2018, habe ich so viel LOL gespielt, dass ich 6 Level gemacht habe. Und da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ob da TFT und so auch reinzählt. Aber ja. Das weiß ich jetzt auch tatsächlich nicht. Ich bin Level 135, aber selbst das ist nicht viel eigentlich. Hier ist einer bei uns mit 310, 337. Gegnerteam 446. Ist 64. Ja, man kann ja jetzt Team, ja. draufklicken. Warum Ja, sieht denn man das muss. alles so unscharf aus? Das ist ja Echt, wirklich Digga. ein Pferd. Ja, das ist so, Abfahrt. Okay. Oh, guck mal, hier sind Sachen vorgeschlagen. Ja, die nehmen wir doch. Dorans. Alte Schule. Ich glaube, ich kaufe nur die vorgeschlagenen Sachen. Alles andere ist auch einfach zu viel von Ich einem. kann gar nicht raustemmen. Auszeiger sehr gut. So eine Knarre und einen Bogen. Scheiß Boomer, Alter. So, Maustempo müssen wir ein bisschen erhöhen. So. Ach, guck mal hier. Ach, League of Legends. Kann man hier nicht sagen, so für seine Rolle? Tesla-Rückbank. Ja, du kriegst alles vorgeschlagen. Du kriegst alles Nee, vorgeschlagen. Du das war musst nur alles nicht knacken. das, was ich brauche. Hier ist die Knarre. Und da ist der Bogen. Okay. Dann Es baue gibt auch ich. eine Buy-Order, ne? Auf Hä, bei mir probuild.org. ist alles so unscharf. Oh, lol, hä? Lol. Ich hatte hier auf 2K.
Ja, das ist besser. Stimmung super. Okay. Okay. So. Achso, die braucht Hilfe schon wieder hier. Also okay, das haben wir was skill ich denn? Ne? Oh, hier ist ein Busch! Warte mal, was skill ich denn? Okay, das wusstest du nicht. Skill-Reihenfolge. Ja, früher hat man auch mal E gemaxt. Ja, es kommt auf die. Oh Mann, Probills.com war früher einfach viel besser. Ich max jetzt Q. Die haben gar keinen AD-Carry. Oh nein, die spielen so eine Wald-Ränger-Kombination wahrscheinlich. Mit Ivan. Da müssen wir aufpassen, wir werden richtig vernascht unten. Wir müssen mal auf die Botlane, Digga. Ja, ja, wir mussten hier kurz helfen. Nicht da lang, nicht da lang! Ach komm, Digga. Ich wette, hier sitzt schon einer drin oder da sitzen welche drin. Ja, dann ward doch da mal rein. Die haben die Katze. Oh, Toplane! Oh, verloren. Nee, die sind unten. Ja, hier ist die Katze. Ja, das wird jetzt interessant, was wir hier machen. Pack daneben. Nicht pushen, oder? Wir lassen den nicht rankommen. Willst du dann gleich in Fluss warden? Der Jungler war ja Toplane. Junge, ich bin direkt wieder drin. Hey. Oh Gott, Ehre. Zack. Muss aufpassen, ne? Nimm die Last jetzt. Oh, Vorsicht. Da musst du direkt traden. Ja, ich hab viermal. Oh, daneben. Aufpassen. Aufpassen. Du kriegst Minion Damage. Ja. Hand of Blood. Entspann dich bitte ein bisschen. Hast du einen Trank? Nee, aber Dorans. Und jetzt eh. Okay, jetzt kommt eine dicke Wave. Ah, das war ein bisschen dumm. Nee, das darf er nicht. Ja, wir müssen die hier klein halten. Sobald er Level 3 ist, macht er uns nackig. Weil wenn die gängen, dann sind wir am Arsch. Zack. Ah, Junge, da kommt die. Lass jetzt. Oh, ich hab's drauf. Ich nehme die Kanone. Ja, gerne. Zack. Schön. Alter. Oh, shit. So, jetzt müssen wir langsam aufpassen, weil der Jungler kann ein Bot sein. Ja, schön. Ich habe nur keine Wards mehr, S60. Ich habe ja auch noch Heal. Nee, Junglers Mitte geht aber runter. Guck dir. Oh, ich hab Bock zu roamen. Schön. Gut, Job. Muss man schreiben. Wichtig. Ach so, das ist deren Plan. So, mach ihn weg. Hau drauf auf die Katze. Schön drauf. Vorsicht, der Busch. Drauf. Immer schon feste drauf. Ah, der springt. Kill ihn. Ja, ich kill ihn. Zack. Ich hab ihn so gebaitet. Junge, wir sind da wieder da. Ja, wir sind back hier. Guck mal hier. Zack. Schön. Boah, schön. Wann gibt's denn euer Wappen im Game zu kaufen? Mach mal nicht jetzt so einen Stress hier. Ja, Leute, wir haben übrigens E-Sport-Team gegründet, ne? Wissen ja die Leute hier vielleicht gar nicht. Vielleicht leben die hinter Mars oder so. Ja, die warten immer nur auf das neue Age of Empires 4. Ja, oder Dark Souls. Also wir haben E-Sport-Team gegründet, Leute, deswegen stimmt, also es muss mega random sein. Imagine, du kriegst gar nichts mit von Eintracht Spandau und dann siehst du dieses Video. Ja, ja. Und dann denkst du, ist 2017 oder was? So, also Leute, wir sind in der Prime League. Schaut euch gerne, macht kurz eine Pause, ja. Ich hätte Tränke kaufen können, egal. Geht in die Videobeschreibung. Und zieht euch die beiden Videos rein. Ich habe auf dem Hauptkanal ein Video hochgeladen, wo ich alles erkläre. Und wir haben ein fettes Announcement-Video gedroppt, was erstmal so gedroppt werden muss. Also da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, aber das von Barcelona oder hier Messi-Announcement PSG, die können da einpacken. Bin ich ehrlich. Ja, das wobei mit einer Drohne wäre geil gewesen bei euch, muss ich sagen. Was ich da so gesehen habe. Wie er will. Wie er will. Der ist gestunt, du kannst drauf. Der will mich routen. Den machen wir weg. Wir bleiben dran. Wir bleiben drin. Okay, raus. Nee. Na gut. Minions. Entspann dich ein bisschen, ja. Die denken halt, die haben das einmal auf YouTube gesehen. Hier Ivan, das Botlane. Ist so richtig auf Bronze eine Runde cheesen, weißt du? Ich geh mal hier mit in den Wald. Ich bin kurz nicht bei dir. Ja, okay. Ist cool. Wir haben hier einen schönen Push. Gott, wie kann das denn passieren? Warte mal, wenn ich reaktiviere, was war da noch? Ich habe einen Kill. Geil. Ich bin Roaming-Gott. Ich habe einen Kill. Okay, ich verkaufe die jetzt. Ciao. Aber denkt sie nur. Oh, scheiße. Shit. Okay, jetzt. Natürlich schwierig. Scheiße, Digga. Ich muss hier weg.
Du kommst klar, ja? Ja, ja. Irgendwie, in meinem Lane ist allein. Ich hab gerade ein Problem. Aua, autsch. Ein Gegner wird zum Berserker, wurde er gerade durchgesagt. Oh Gott, ich verkacke hier so viel Last Hits. Aber ist cool. Ja, das ist dieser Diego, Alter. Der hat schon 4 Kills. Das ist ein bisschen bitter für uns. Was? Ich hab leider. Ja, ja, ja. Der Gegner. Diego? Ja. Diego, Alter. Diego Maradona. So. Hä? Ach, ich bin rooted, ja. Ich komme. Evelyn ist bei dir, aber die wissen's. Das Ding ist, hier sind ultra viele Minions. Ja, ja, mach die Minions. Make them. Oh, schön. So, Alter, ist so anstrengend. Hier, ich bin ja eigentlich Jungler gewohnt. Da braucht man sich halt nicht so krass auf die Last Hits konzentrieren. Ja, ja. So, hier ist einer drin, Vorsicht. Ja, ja, easy. Schon mal angeflattert. Der Baum müsste aber auch da drin sein. Ja, also, Leute, vielleicht können wir hier mal ein bisschen Hintergründe droppen. Also, ihr kennt ja vielleicht eine Spanner Inferno von früher. Das war so ein E-Sport-Team, ja? Also nicht wirklich. Also ja, war eher Content. War eher für Content da, ja? Und damals hatten wir ja schon so eine Art Blaupause, sag ich mal, was so cool wäre. Beziehungsweise man hatte mal auch ein bisschen die Möglichkeit, so ein bisschen Charaktere zu schaffen und so in der League-Szene, ne? Ich habe jetzt Ult übrigens. Mhm. Das war immer so ein bisschen, ja, also, ne? Früher ja auch mit Summoners Inn, so ein bisschen ESL-Meisterschaft damals noch so interessant gemacht und so. Ja, jetzt wollen die. Ja. Und weg mit denen. Ich habe keinen Mana. Oh, jetzt springt er auf mich. Einfach drauf. Keine Chance hat er. Gut, dass du mir einen Last Hit lässt. Du, ich bin halt der bessere Spieler. Alles klar, du bist einfach nur Pike. Ja. Ich fühle mich wieder so cool. Ja, und so, mein Eindruck war jetzt, in der Zeit, seitdem ich so raus bin aus der Szene, dass das immer langweiliger geworden ist in der deutschen Szene. Also no offense, so. Wir werden, glaube ich, gegankt. Oder was ist das hier? Das ist Virgo, Vorsicht. Kann der mich irgendwie killen? Ja, der kann beide killen, deswegen solltest du einfach gehen. Okay, ja, ich weiß halt nicht, was der so kann, aber... Ich weiß es auch nicht, aber... Oh Gott! Ja, der ist auch gefeedet. Ja, ist ja kein Ding. Und mittlerweile hat sich auch vieles verändert, ne? Es gab dann die Premier Tour. Premier Tour, genau. Und jetzt gibt's die Prime League. Es gab auch mal eine Summoners Inn League zwischendurch. Stimmt. Die habe ich moderiert, Junge. 5 Tage die Woche stand ich dabei. Geil. Alter. Und ESL-Meisterschaft haben sie dann eingetütet. Also war nicht mehr. Und ja, Summoners Inn und Prime League, das wurde halt alles immer so mehr und mehr Sportshow, ne? Professionellere Übertragung und dementsprechend auch einfach sehr anschaulich, so was das Optische angeht. Aber ich hatte immer das Gefühl, da fehlt ein bisschen Charakter. So ein bisschen, ne? So wie wir früher, ich meine, wir waren ja früher einfach richtige Larrys. Aber dadurch auch irgendwie nahbarer, glaube ich, als jetzt so aktuell die Produktion. Weil das Ding ist, wenn das halt fehlt, dann kann man ja auch einfach den Riot-Stream gucken. So, weil nur wegen, ne? Also denke ich mir, weil das dann noch höhere Production-Value. Ja. Aber ja. So, und wir haben uns gedacht, yo, komm, lass mal da wieder, also so, wir hatten immer schon Bock, so diesen Spanner Inferno, diese Vision noch mal krasser irgendwie auszuleben. Komm, ich mach mal Ult. Oh, müssen rauf, ja, genau. Perfekt. Und ich ein ganz schönes Ding rein. Der springt zurück, ich wusste es. Aber ich hol den zurück. Zack. Lass ihn mir bitte. Danke. Hä? Wie ist der an? Der ist wieder. Ach, der ist oben geblieben. Lol. Wäre der Ringer einfach weggerannt, hätte er überlebt. Ja, ja, ja. Ja, cool. True. Ja, dann pushen wir jetzt rein. Ja. Ja, und wir hatten halt immer Bock so, ja, also das war so immer so ein Traum, so ein richtiges E-Sport-Team. Wie geil wäre das? So ein eigenes. Ja. Aber es, also die Kohle war halt einfach auch nie da. Es ist ja lächerlich. Das ist ja Geld alles, ne? Ja, eben. Ja, was ist das jetzt hier für das ist seine Ulle. Ja, ja, aber warum macht er das? Ja, einfach um den Tower ein bisschen zu schützen, I guess. Meine deinen Tower. Ja, wir machen weiter Druck. Oh, die wollen. Ich hab Ult, theoretisch. Oh, Mountain Drake, sehr gut. Ja, drauf. Schön. Fighten wir.
Ja, ich muss hier leider weg. Ja. So, okay. Ciao. Ciao, einfach puh. Ciao. Da einfach kommt noch tschüss. Mehr aus der Midlane, glaube ich. Ja. Lass mal reinhauen. Wenn der will hier, ruf. Ja, ich hau rein. Ja, ich mach weg. So, und jetzt haben wir Instinct 3 gemacht in den letzten 3 Jahren, während ich raus war und schön Unternehmen aufgebaut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu machen. Weil halt auch parallel jetzt der Kevin von ESG, den kennst du ja auch. Ja, ja. Geile Sau. Der bei dem, also der hatte irgendwie eh auch geplant, dass es mit Euronix halt zu Ende geht langsam, mit ihm und Euronix. Hä? Ich kann hier 300 Gold kriegen? Ja, genau. Ich habe dir quasi, das Ding ist, bei Pike ist, wenn ich einen Kill mache und du einen Assist bekommst, bekommst du so eine Münze ins Inventar gelegt, kannst sie aktivieren und dann kriegst du 300 Gold. Ja, geil. Hätte ich eben noch, naja, ist aber egal. Ja, und haben wir uns gedacht, yo, lass das halt jetzt machen. So. Und erst war das so ein Spaß, so, ne? So, ja, lass machen. Und dann aber haben wir halt so überlegt, ja, wäre doch echt cool, weil gerade ist halt auch ein Riesenbedarf einfach da. Der stirbt. Ciao. Starke Sache, Harry. Chase ihn. Mach ihn weg. Gerne. Schön. Alter, wie wir also, ihn lassen machen. Das ist halt heftig, was hier passiert, ne? Theoretisch können wir auch einfach die Botlane von Eintracht Spanien werden. Ja, Evelyn kommt runter, by the schön. Way. Hey, Evelyn war doch. Evelyn ist bei uns. Ja, das ist der Viego, das ist der Viego, der hat sich getarnt. Wir müssen weg, wir müssen weg. Der ist viel zu stark. Echt? Können wir den nicht einfach machen? Nee, nee, der macht uns. Hä, wo ist der denn? Junge, was ist da? Da steht er doch. Ah. Guck mal. Oh, vielleicht können wir ihn doch machen. Ich habe in 4 Sekunden Ult. Lass mal versuchen zu chasen. Okay. Schön. Was? Ich habe keinen. Was? Ich habe geultet und er hat es überlebt? Was? Egal, ich habe jetzt Sturmwind. Und jetzt kaufe ich die Knarre. Ah, Sturmwind. Mhm. Mhm. Stadt von der Allianz. ja, und jetzt kann man halt, weil ich auch nicht mehr spielen muss wie damals, ja, kann ich mich so voll darauf konzentrieren, mit richtig krassen Leuten alles drumherum zu machen. Und halt auch vor allem den Content. Aber gleichzeitig haben wir jetzt die Cola, lecker, die ja, Kohle für halt auch gute Spieler. Das ist halt insane. Das ist die beste Kombo. Ihr zahlt also mit Cola. Und wir haben halt übel Bock. Und da war auch Kalle witzigerweise dann am Start. Das halt so richtig aufzuziehen, als wären wir so ein Verein, den es über 100 Jahre schon gibt im E-Sport. Jo. Oder der jetzt den E-Sport-Einstieg macht. So ein Traditionsverein halt, ne? Ja, wie so Sunderland. So richtig ranzig. Oder so Schalke, so richtig, oder HSV. So richtig Tragödie aktuell eher. Stimmung auf der Kippe immer. Ja. Oder Bremen. Hey, locker. Locker bleiben. Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt übrigens mal einen Bot-Tower machen, ne? Wir sind hier so, wir können eigentlich die einfach face-checken, ich glaube. Aber bei Renga darf man nicht unterschätzen, ne? Oh. Also wir müssen jetzt langsam mal Druck machen. Ja klar. Oh, guck mal. Wir kriegen von hinten Besuch. Oh, der hat mich erwischt. Nee, lass erst Renga machen. Ah, da kommt eine Ult. Ja, dann der Iva. Ja, du bist alleine. Du bist tot. Danke. Aber ich habe Iva noch mitgenommen, es geht. Oh Gott, was macht die? Was ist das für ein Bambi, Alter? Hä, die hüpft. Ich kam gar nicht mehr rein. Ich hab keinen Plan, was sie können. Kein Plan, was die Leute hier können. Jetzt kommt der nächste und donatet rein. Oh mein Gott, Junge. Ja, ey, der trifft ja nichts. Und der macht auch keinen Schaden. Jetzt hätte ich ulten können. Ach du Scheiße. Ja, na, das gut. Ist der typische Throw. Naja, wir stehen gut da. Na klar. Rückkehr in 17. Guck mal, die stehen, die haben 2-8 zusammen. Boah, nice. Nice. Ey, wo war ich gerade? Ich wollte irgendwas sagen. Naja, dass ich dann auch mit am Start bin, weil... Genau, weil wir wollen das so und mit... Kalle hat direkt so einen Hooligan-Account gemacht auf Twitter. Richtig Ehre. Ja, Mann. Und auch direkt so immer das Management und die, ne, den Vorstand kritisiert. Das ja, das wird natürlich ein bisschen mehr, wenn dann es mal in die Games geht, ne? Ja, wenn man auch was zu kritisieren hat, weil jetzt ist gerade noch so ein bisschen, man wartet natürlich darauf, dass jetzt Spieler mal rankommen, ne? Ja. Aber. Ja, es kommt jetzt Step by Step: Coach-Announcement, Spieler-Announcement, Streamer-Announcement, so Stuff nach und nach, ne? Und dann auch unsere krasse Bude. Oh, Scheiße. Schön.
Mach ihn. Gerne. Ich würde mich anbieten. Tag. Jetzt habe ich erstmal ein Item aktiviert. Was macht das eigentlich? Warum stealst du den? Egal, weiter. Ich steal den nicht, weil... Du bist insecured. Ach, dadurch kriege ich die Münze, ne? Genau, ich share okay. das Gold mit dir. Also war das früher Win-Win. Auch so? Bei Pike war es schon immer so, ja. Okay. Achso, der will Hilfe, ich helfe dir mal. Ja, aber wir können hier einen Tower kriegen. Ja, gut. Ja, aber ist Drake. Dragon. Ja. Dragon. Ja, ja, hast recht. Okay, ja, habt ihr, easy. Und du kriegst solo die Platten. Ah, ne, die Platten sind schon weg. Du kannst da einfach weiter draufhauen, ne? Ja, mache ich. Ich habe hier nur gerade ein Wort geklärt. Na, Vigo ist Top-Lane, der pusht da durch. Wir müssen den Tower nehmen. Hast du geile. So, jetzt gibt's hier. Oh, die was Höllendrachen. Nee. Jetzt haben wir einen Infernal Soul, Digga. Das heißt, wir kriegen jetzt, was haben wir? Naja, also die Map ist jetzt die Infernal Map. Jetzt sind quasi. Guck mal auf der Map beim Blue Buff. Ah, die sind so, gebrochen, die Scheiße, Wände, ne? Weg. Ja. Ja, ja. Okay, lass Backhalle. Ja, aber. Wobei, wir können den noch einmal. Lass den noch einmal holen. Doch, lass den noch einmal holen, bitte. Ich mach's allein. Achso, doch. Ich weil, weil ich hab Ult und Heal und alles. Wenn die Face checken, war's das. Mhm. Und gerade so ein Ivan, ne, der hätte jetzt ein bisschen Leben gekauft. Scheiße, Ivern. Die Tower ist weg. Macht nix. Die bauen Minions, die pushen jetzt hier. Kannst du irgendwie routen? Nee, ne? Ich kann stunnen. Okay, go. Ciao. Easy. Aber wir sollten in die Base in die Mitte. Ja, ja. Aber das war doch noch worth. 200 noch was tacken. Ja, wir haben zwei Tower verloren in der Mitte. So, weiß ich nicht. Naja, das lag jetzt ja, also ja. Du, ich spiele jetzt seit 3 Jahren, das ist erstmal wieder LOL. I don't care. Dadurch läuft's gut. Ja. Ja, und tatsächlich ansonsten. Für mich war halt League of Legends immer so nach einem gewissen Zeitpunkt voll uninteressant auch. Also nicht nur wegen des E-Sports. Für mich war ja das große letzte Ding The Main 2 und da habe ich ja halt gesagt, okay, danach ist Feierabend für mich. Und. Mir hat auch genau das gefehlt, deswegen bin ich jetzt auch so angefixt. Ja, so ein Team, für das man so richtig rooten kann und wo man so richtig hintersteht und ne, auch so ein bisschen. Genau, ich habe jetzt halt auch selber gemerkt, dass mich nicht LOL unbedingt angekotzt hat, das Game. Weil das Game ist ja eigentlich fein. Sondern, geil, ich komme. Ach, schade. Sondern aber eher, dass man einfach niemanden. Also, die Szene ist einfach uninteressant geworden als. Ja, als man, also vor allem ab dem Moment, wo ich halt nicht mehr selber so mitkreiert habe, sag ich mal, da war es dann für mich, oh lol, ich hatte einfach riesen Lag-Spike. Der stirbt denn einfach nicht? The fuck? Ich habe leider keine Exhaust. Muss weg vom Busch. Ja, ich Hit and Run wollte ich machen, aber war okay. So, jetzt habe ich den Sammler. Was kaufe ich jetzt? Ja. Und ich meine, es wurde ja auch mit unseren geilen Oldschool, ich muss sagen, ich kenne die neuen jetzt nicht so, die neuen Caster und so. No offense, ne? Aber ich fand es dann persönlich so als alter Hase auch schade, dass dann zum Beispiel so Maxim auch immer weniger castet und Johnny immer weniger moderiert. Verständlicherweise auch alles, ne? Wenn die sich weiterentwickeln, ist ja auch cool. Aber das war dann so auch noch so ein Aspekt. So. Ja, fühle ich. Lass mal Botlane, wa? Ja, und jetzt glaube ich, jetzt, ich weiß halt, was wir für ein Apparat jetzt hinten dran haben. Also letztendlich so die letzten 3 Jahre Instinct 3 hochgezogen für diesen Moment, so nach dem Motto. Also man natürlich auch super viel anderen Scheiß noch. Ja. Aber es ist einfach geil, wenn man das jetzt so im Rücken hat. Voll. Okay, hier kommt er jetzt eh noch, oder? Ja, ich muss sagen, die neuen Leute kenne ich jetzt auch fast alle gar nicht. Also der letzte, den ich so mitbekommen habe, war der Pixaris und danach war für mich auch irgendwie Ende. Man interessiert sich dann auch irgendwie tatsächlich ein bisschen weniger dafür. Also bei mir war es nicht so. Ja, also ich habe dann einfach immer weniger Oh, lol. Bist du Flash? Oh, was ist denn hier alles im Busch? Alles. Warte mal, die Evelyn ist ja auch da. Wo kommen die denn jetzt her, die TP? Die kann den easy machen, der ist nicht fett. Okay, er hat Ult. Es ist halt Rengar. Also, der hat auch schon 5 Kills mittlerweile, weil der immer hier hat er einen Kill. Ja, ich habe auch schon 5 Tote. Ja, also, genau. Und jetzt ist halt wieder geil. Ey, allein das Reddit, was ich aufgesetzt habe, kommt alle in unser Reddit, Eintracht Spandau. Da wird auch schon gut gememt. Ey, wie viel Ultras-Accounts es auch schon gibt. Jo. Wir haben halt richtig Bock auch so, wenn Offline-Finale mal ist, mal wieder da so richtig mit richtig wieder Alarm zu machen, wie bei The Main. Voll Main ja. Ja, richtig so. Emotionen auch zeigen. Gott! Der Viego ist so strong. Was? Der springt in mich rein und ich bin tot.
Holy, ich kann auch nichts gegen ihn machen. Der haut, das ist halt richtig das Problem, wenn man nicht weiß, was die Leute können. Der kann ja alles. Nur, der kann ja. Der ist einfach nur stark, ja. Der kann ja alles. Der kann hooken, der kann jumpen. Ja, ja. Das ist ja überkrass. Und er macht einen Mords Damage. Ja, gut, weil er gefeedet ist, aber. Oh, Midlane. Fuck. Oh, jetzt klingelt's hier. Gib hier jetzt an die Tür? So muss ich jetzt aufstehen. Scheiße, warte mal. Ja, gar kein Ding. Ja. Ja, ist schon gegangen, geil. Nice Jungle Difference. Ich auf die Kommentare. Achte gar nicht auf den Chat. Ich freue mich schon auf die Comments unter dem Video. Ey, ihr müsst es so spielen. Nee, ich glaube, den Anspruch hat hier auf dem Kanal keiner mehr. Bin ich ehrlich. Okay, wir haben halt nicht mal Wards in unserem Jungle. Ich kann ihn nicht farmen. Das ist ja geil. Ja, ich versuche es ja. Ich versuche es ja. Ja, war jetzt auch eher ein Front ans ganze Team, bin ich ehrlich. Drake wäre halt auch. Also Fire Drake wäre schon. Ja, der ist jetzt schon weg. Aber das heißt, die Katze ist ja irgendwie noch im Sack. Ja. So, ich habe einen Baum gefunden. Geil. Duck. Der ist halt ein Opfer, das ist nice. Ja, ich join mal dazu. Wir müssen jetzt mehr Teamfighten, ja, ja, und gute Teamfights. Und leider hilft mir hier keiner. Ja, ja, bist noch ein bisschen. Aber ja. Geil. Easy. Das war legit nur mein E. Man hat jetzt mehrere. Ach, zwei, ja, nee, hatte man schon immer. Ja, ja. Ich gehe nochmal in die Stadt. Oh, jetzt kommt der Dings. Oh, ja. Da müssen wir aufpassen. Oh, ich hab die Katze. Alter, ich hab 1600 Gold bekommen gerade. Voila. Ja, wir gewinnen, wir gewinnen. Wir gewinnen das. Mitte, Mitte, Mitte. Das ist easy. Mitte, Mitte. Warum chasen wir ein Target? Mitte. Weil die sterben müssen. Wir machen noch Kills für die Objectives. Für die Objectives. Ja. Theoretisch können wir jetzt Baron machen. Little aber. Legends. Nee, ich glaube da. So, zack. Oh, zack. Geil, nächster. Weiter geht's. Ja, jetzt. Guck mal, die ist low. Guck mal, die ist dahinter. Die denkt, wir sehen sie nicht. Ja? Ich will hier eben mein Stack verdonnern. Ich bin auf dem Tower. Den müssen wir nehmen. Ja. So, und jetzt helfen wir da. Ja, brauchen wir nicht mal. Lass mal weg. Nicht overstayen. Ich sag mal Gefahr. So, weil ich habe 3000 Gold. Was macht Sturmwind? Bleibst. Springe in Zielrichtung, feuere 3 Geschosse auf den Gegner mit dem niedrigsten Leben. Okay. Egal, klinge der Unendlichkeit. Und dann als nächstes Guardian Angel Abfahrt. Also ein paar Items von früher gibt's noch. Das ja, geil. Ja, finde ich auch gut. Jetzt nimmt sie den Red Buff. Das heißt, also, ich kann das auch nutzen, um wegzudashen, ne? Ich habe ihm halt Gefahr gepinkt. Bin ich early. Okay, das lass die hier gut wegmachen. Ist das Sivir? Nee, nee. Das ist Kiana. Ja. Ciao. Scheiße, dann. Ein Cent auf Blatt. Ich habe nur Exhaust benutzt. Ich bin so ein Noob in LOL. Ich habe jetzt Infinity Edge. Ey, wenn wir jetzt einfach nur geile Teamfights spielen, eher ein Asshole. Wie du einfach so, ey, Junge, ich hab jetzt Infinity. Ja, so ist es. Ich hab's immer noch im Blut, Alter. Schön. Guck mal, meine APM, die steigt auch gerade immer weiter. Ja, der muss eigentlich. Jo, der Baum ist weg. Baum fällt. Zack. Nicht aufzuhalten. Eins Hand of Blood. Oh, fuck, was ist das? Ich kam eine Kugel an. Oh, er. Was macht das? Oh, wo ja, kann das er jetzt. Er kann da drin ich und. Ich hab keine Ahnung. Er macht einfach nur Schaden. Der muss bestraft werden. Oh, zack. Ach, die macht die Kuh. LOL. Oh, LOL. Alter, Evelyn. Evelyn, Digga. Ja, Baron ja eigentlich. Ja, ich habe jetzt seit 4 Minuten eigentlich ein Meeting mit Bravado, aber gut. Manchmal du kannst ja sagen, dass du noch mit Hand of Blood aufnimmst. Ja, ja, habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich im Vorfeld angekündigt. So, gut. Ich hole mir jetzt hier Clock-Dingens. Ja, klar. Ja. Ich warte glaube ich noch mal ein bisschen Gold ab. Und auch so Jersey-Ankündigung, ne? Ja, ja. Das wird auch ja, da geil. Hätte ich Bock drauf. Also so generell auch so Kleidung. Ja. Ah, das wird alles geil. Ich sehe dich auch halt so richtig hier Capo. Ja, ja, schön mit dem Megafon, Junge. Ja, und dann aber auch so, machst du immer so Content aus seinem Kämmerchen, so am Fliesentisch mit Kippe und so. Dosenbier. Ja. Junge, die lernst auch echt nicht. Was ist das denn? Die ist ja ultra dumm. Ciao. Ja, die wolltest du wissen. Dominierend. Ich. Domino. Lass hier. Komm, was. Rengar komplett out of position. Wir kriegen Mitte jetzt. Ja. Ja, wobei der Viego Maradona ist gerade in die Base gegangen. Ja. Aber ein bisschen Schaden können wir drauf.
Ja, wir lassen hier den ticken. Oh, wir kriegen sogar den Tower. Zack. Und jetzt auf den Baum. Oh, gute Ult von mir. Ich bin geil. War echt eine gute Ult. Zack. Alter, wie wir hier durch... Ja, es ist einfach League of Legends am Ende des Tages. Am Ende des Tages ist es dann wieder LOL. Ciao. Ja, easy. Ja. Also, ich finde es auch, es ist weiterhin ein sehr einfaches Spiel tatsächlich. Also, es hat sich viel getan, aber verändert. Die Türme am Ende des Matches. Nexus, guck mal. Am Ende des Tages steht dann hier Sieg oder was da steht. Weißt du? Zack. Es war einfach, ich habe den gehalfshottet. Hier. Ja, Leute, also, alle Jahre wieder. Schaut doch bei Kalle vorbei und alles zu Eintracht Spandau nochmal verlinkt. Wir sehen uns. Gewonnen. Ja, gewonnen. Ich gucke mir jetzt nochmal die Stats an. Ja, klar. Aber du MF knallt. Hier GG von mir. Die rasiert. Ja, Pike. Locker geblieben. Oh, lol. Du bist locker geblieben. Ich krieg einen Skin. Was ist Arcane-Mission? Ja, es gibt doch jetzt diese Serie von League of Legends, Arcane. Hä, neuer permanenter Champion? Ja, ja, du kriegst jetzt... Ich hab doch Vi schon, was ist das für ein Geschenk? Ja, aber den Skin hast du jetzt bekommen. Ach man, Henno. Das muss so. Wie ging das hier mit dem Damage-Grafen? Ich brauch dieses Präsident-Rentner-Boomer-haftige gar nicht spielen. Das bin einfach ich gerade. Es ist einfach... Ich bin so raus. Und ich habe eine Kiste bekommen. Ja. Erster Sieg des Tages. Kriegen wir jetzt hier Achievement. Max, ich muss los. Ja, ich verabschiede mich. Ich dir auch. Grüß die bei Bravado, ne? Tschüssi. Mach ich. Ciao.